Herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist der zweite Teil dieses Films und weiter geht's. Ich behaupte, wenn du weißt, was du erreichen und verkörpern willst, kannst du es erreichen und verkörpern. Dies mag dir wie eine fantastische Behauptung anmuten, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und ich behaupte, dass alles, was du bisher für wirklich hältst, erfunden ist. Jedes Flugzeug, jedes Auto, jeder Stuhl, auf dem du sitzt, wurde aus der Vorstellung geboren. Alle Dinge, die dir heute als real erscheinen, sind reine Fantasieprodukte. Sie sind nichts anderes als Vorstellungen, die durch beständige Vergegenwärtigung zu materiellen Gegenständen verdichtet wurden. Bevor sie zu etwas Greifbarem wurden, waren sie lediglich eine Idee im Bewusstsein eines Menschen. Sie wurden von einem kreativen Wesen frei erfunden. Sie wurden nicht in der Welt gefunden, sondern im Geist erfunden und von dort aus in die sichtbare Welt projiziert. Bereits vor 2000 Jahren gab es alle erforderlichen Rohstoffe auf diesem Planeten, um Quantencomputer, Raumschiffe oder Smartphones herzustellen. Das Einzige, was es zu diesem Zeitpunkt nicht gab, war die konkrete Vorstellung dieser Gegenstände im Bewusstsein der damaligen Menschen. Was ist demnach bedeutender? Das, was du in der Welt siehst, oder das, was sich in deinem Bewusstsein abspielt? Du bist zu weitaus mehr in der Lage, als du es bisher zu denken, zu glauben und dir vorzustellen gewagt hast. Genau genommen bist du zu allem fähig, im Guten wie im Schlechten. Genau wie alle großartigen Erfinder und Erfinderinnen der Vergangenheit kannst auch du Gegenstände und Erfahrungen hervorbringen, die es bisher noch nicht in deinem Leben gibt. Ich behaupte, dass du alles erschaffen kannst, was du dir vorstellen kannst und wonach es dir verlangt. Ob du es auf die Ebene der materiellen Welt ziehen kannst, ist indessen eine Frage der Beständigkeit deiner Praxis, deiner Entschlossenheit und deiner Energie. Ohne deinen Einsatz wird es nichts Neues in deinem Leben geben, das ist gewiss. Ohne dein kreatives Zutun wirst du dich mit dem begnügen müssen, was du hast und was dir vorgeschrieben wurde. Doch, wie ich es bereits im Vorwort dieses Buches sagte, kannst du alles haben. Doch nur dann, wenn du dir dein kreatives Wesen zu Bewusstsein führst. Ich will dir die Worte noch einmal in Erinnerung rufen, damit du sie in ihrer vollen Schönheit vor Augen hast. Ich sagte: Stell dir das Beste vor, das du dir vorstellen kannst. Dehne es unendlich aus, und du weißt, was du haben kannst und was du bist. Du magst
noch so viele gute Gründe dafür aufführen können, warum die Dinge in deinem Leben so und nicht anders sind. Doch keiner dieser Gründe entspricht der Wahrheit. Ich behaupte, dass in Wahrheit alles möglich ist. Hältst du es für möglich, dass du glücklich, gesund, wohlhabend, geliebt und unabhängig sein kannst? Ich sage, wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch sein. Nur deine Vorstellungen und die Macht, die jede einzelne Zelle deines Körpers belebt, entscheiden darüber, was möglich ist und was nicht. Alles, was dich bisher davon abhält, dein Leben so zu gestalten, wie du es willst, bist du selbst, oder besser gesagt, das, was du bislang dafür hältst. Ich nenne es das Scheinselbst. Ich behaupte, dass deine momentane Lebensrealität genauso beweglich ist und formbar ist, wie du selbst es bist. Sie erscheint dir nur deshalb so fest, weil du dich so krampfhaft an deinen alten Überzeugungen festhältst. Du bist unbegrenztes Bewusstsein. Begrenzt ist nur das Bild, das du dir von dir selbst angeeignet hast. Du nennst es deine Person. Doch die Person, für die du dich gegenwärtig hältst, ist nur das Produkt des Glaubens an eine Geschichte, die nur in deiner Vorstellung existiert. Du bist weitaus größer als die Geschichte in deinem Kopf. Du bist weitaus größer als alles, was du dir bislang vorstellen kannst. In Wirklichkeit bist du alles, denn alles geschieht in dir. Wenn du es nicht glaubst, dann schau auf einen Baum und frage dich, wo du den Baum siehst. Lausche dem Wind und frage dich, wo du ihn hörst. Rieche an einer Blume und frage dich, wo du sie riechst. Berühre einen Gegenstand und frage dich, wo du ihn fühlst. Untersuche es selbst und du wirst feststellen, dass alles, was du wahrnimmst, immer und immer nur in dir selbst erfahren wird. Du bist eins mit allem und alles ist eins mit dir. Die Welt, die du im Außen siehst, ist die Projektion der Welt, die du in deinem Inneren errichtet hast. Bevor du jetzt weiter liest, als wäre nichts geschehen, oder weiter hörst, mach eine kurze Pause. Lass dir das mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen. Ich sagte, dass die ganze Welt, die du ja angeblich als getrennt von dir selbst erlebst, in Wirklichkeit in dir stattfindet. Und nicht nur das. Ich habe dir sogar eine Übung gezeigt, mit der du dir beweisen kannst, dass es wirklich so ist. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet eine ganze Menge.
Zuallererst einmal bedeutet es, dass du die ganze Zeit gegen dich selbst ankämpfst. Wann immer du dich über irgendjemanden oder über irgendetwas aufregst, regst du dich in Wirklichkeit über dich selbst auf. Wann immer du jemand anderem eine Eigenschaft zuschreibst, schreibst du sie in Wirklichkeit dir selbst zu. Es bedeutet auch, dass du kein Realist bist. Vielmehr bist du ein Fantast, der sich für einen Realisten hält. Tatsächlich ist es so, dass du dir die Welt machst, wie sie dir gefällt, und leider auch sehr oft, wie sie dir nicht gefällt. Objektivität gibt es nicht, zumindest nicht für dich. Und wenn du es bestreitest, dann schau auf den Baum und frage dich, wo du ihn siehst. Offensichtlich gibt es keine Realität, die von dir getrennt ist. Kannst du das akzeptieren? Zwar gibt es eine Welt im Außen, ja, doch du erkennst sie nicht. Bisher erkennst du nur deine eigenen Vorstellungen über die Welt. Du projizierst sie auf alles, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, fühlst und anfasst. Tatsächlich erlebst du nur ein Abbild der Welt, jedoch nicht die Welt, wie sie ist. Der Fall ist ganz ähnlich gelagert, wie es der griechische Philosoph Sokrates in seinem berühmten Höhlengleichnis vor 2500 Jahren beschrieben hat. Du kannst es dir bei Gelegenheit ja einmal durchlesen. Die Welt, die du zu kennen glaubst, ist nur der Spiegel deiner eigenen Vorstellungen und Verurteilungen. Himmel und Hölle sind keine äußeren Realitäten. Sie finden in dir statt. Ich empfehle dir, einen Moment über all dies nachzudenken, denn es ist wirklich harter Stoff. Und viel auf einmal. Könntest du die volle Tragweite dessen erkennen, was gerade offenbar wurde, wärst du auf der Stelle von jeder Abhängigkeit und Fremdbestimmung befreit, dann wärst du frei. Du könntest die ganze Welt verändern und hierfür bräuchtest du nicht einmal einen Finger zu krümmen. Du könntest es in dir selbst machen. Das wäre und das ist wahre Unabhängigkeit. Mit jeder Veränderung, die du in deinem Bewusstsein vollziehst, wird sich augenblicklich die Welt im Außen verändern. Du kannst aus der Hölle den Himmel machen und umgekehrt. Wir alle erschaffen die Welt nach unserem inneren Bilde, immer und in jedem Augenblick. Unsere Programme bedingen die Welt und diese entstammen unserer Geschichte. Doch die Geschichte existiert nur in unserer Fantasie und dort können wir sie umschreiben. Siehst du nun, was möglich ist? Du kannst darüber bestimmen, was du in der Welt siehst und erfährst. Das ist nicht weniger als die absolute Freiheit.
Zeit ist um.